So, Hallöchen, ich bin's nochmal. Ich habe heute ein Bäckchen bekommen. Ich habe was bestellt, was ganz Tolles. Jetzt bin ich total neugierig, wie es ausschaut. Ist eigentlich nicht meine Art, aber ich habe ein größeres Baby bestellt. Ein größeres. Das sind so Vinylteile, so ein Bausatz. Und zwar habe ich die Nummer 644 von 1500. Und das ist von der Priscilla Lopez. Diese süße Kerl. Ach Gott, schaut euch das mal an. Ach Gott, ist der hübsch. Und so wollte ich den eigentlich machen. Weil ich habe mich so richtig verliebt in den Bausatz. Und ich muss mal schauen, ob ich den überhaupt, wenn ich den fertig habe, dann hergehe. Ich muss mir erstmal überlegen, ob ich die Haare rote, weil das wird schon ein mächtiger Kopf sein. Oh, dann schauen wir mal. Ja. Oho, der ist schon riesig, der Kopf. Oh, ja, der ist schon halt ein bisschen älter, ne? Dann schauen wir mal, wie sie die Beinchen gemacht hat. Ah, das ist toll. Die mag ich am liebsten. Solche Bodies mag ich am liebsten, die Körper. Die sind schöner mit Popo. Das sind Beine. Oh Mann. Also so großes habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Nee. Aber naja. Mal. Mir hat er halt zu euch gefallen. Also die Füße sind klasse ausmodelliert. Beinchen kann man nichts sagen. Schaue ich mir nochmal mal die Ärmchen an und die Hände, das ist auch mal ganz wichtig. Ach, das für nur stimmt. Doch. Ah, sehr schön, die Handstellung. Das ist offen, kann man so machen, so wunderbar, ganz toll. Ah, dieses offen, das ist schön. Also das sind lange Arme und Beine. Sprich, wenn ich den Süßen fertig habe, kann man den alles anziehen. Kurze Hosen, T-Shirt, alles. Das ist natürlich total super. Da freue ich mich. So, dann bin ich auch gespannt, wenn ich den mal anfange. Ja, schaut euch mal den Kopf an. Gott, wenn man das rudet. Naja. Da nimmt man sich schon ein bisschen was vor. Aber schöne braune Augen machen. Sieht schon putzig aus. Mit Nuki, okay. Den könnte man da oben einsetzen, den Magneten. Müsste man mal schauen, müsste man den Magnet weiter oben machen. Ob man da überhaupt Nuki ranbekommt. Müsste man halt mal schauen, ob überhaupt einen trägt noch. Es ist ja eigentlich ein großer, ne? Also ich schätze mal so auf 3 bis 4 Monate. Ja. Also dann habt ihr gesehen, wo ich das Geld hintrage. Ja, weil billig sind diese Bausätze nicht. Da muss man Porto noch rechnen. Und da habe ich mein ganzes Geld schon wieder fast verbraten, was ich gekriegt habe. Und mir selber wieder Arbeit verschafft. So. Also ich hoffe, ihr habt Spaß daran gehabt, genauso wie ich, an dem Süßen mal anzuschauen, wie er als Vinyl bloß ausschaut. Also eigentlich nach nichts schauen die aus, ist klar. Aber ich wollte mal die Handstellung sehen und wie die Füßchen ausgearbeitet sind. Auch die Ohren sind sehr süß gemacht. Und da werde ich schon Freude haben, den zu bearbeiten. Und ich lasse euch ja teilhaben, dann werdet ihr dann auch sehen, wie wir den nach und nach fertig machen. Aber im Moment mache ich erstmal meine Silikonbabys. Und es heißt jetzt erstmal Roten. Und verfolgt mich einfach weiterhin in Facebook. Dann seht ihr dann auch noch ein paar Bilder. Weil das Roten, wie gesagt, alles kann ich euch nicht zeigen, weil da seid ihr den ganzen Tag drüber, mir zuzuschauen. Also dann macht's gut. Tschüssi.